Stück ganz angegangen. Das ist zum einen die Kunstform Mails, die heute online die Lose verkauft haben. Die sind von Haustür zu Haustür gegangen, haben da Geld eingesammelt. Jeder weiß, dass es nicht immer ganz so einfach ist, auch in der heutigen Zeit. So, die beiden Preise 2 und 3, also 2. und 3. Platz, wurde von der Firma Stautor. Und von der Firma Dietle Turin. Auch hier mein besten Dank. Ja, wo soll das Fahrrad herkommen? Kann eigentlich kurz vom Fahrrad sein. So ist es auch. Also das ist vom Fahrrad, Karre, auch an den unseren herzlichen Dank. So ein tolles Präsent. Kleiner Wermutstropfen hat es. Derjenige, wo das Fahrrad gewinnt, der muss es behalten, auf der Straße umfahren. Sie können es also nicht, wir können das Ding nicht umtauschen. Ummarkieren ist möglich, theoretisch. Ich werde es auch nicht machen, sieht wirklich ganz toll aus. So, jetzt sparen wir euch wieder länger auf die Folie. René. Gut, die Nummer 167. Nummer 167. Zu dem ist er nicht so gekommen. Glückwunsch. Bist du Bayern-Fan? Dann hätte er es schwer. Komm mal hoch. So, der junge Mann sagt seine Tante, bekommt dieses Fahrrad geschenkt. Du bist schon Bayern-Fan, gell? Ja. Dann bist du aber auch noch mal. Dann war ich noch nicht zu groß. Dann bist du zu groß. Willst du mal probieren? Sag ich. Perfekt. Ich glaube, er lasse es. Thank you.
Wann ist der Mann ein Mann?
wunderbar. Also liebe Gäste, wir sind jetzt fast am Ende unseres Programms. Ich möchte noch einmal Dankeschön loswerden. Zum einen an Brigitte Huber mit ihrem Team von der Frauenkammer. Die haben hier diese Halle so schön geschmückt. Ein ganz herzliches Dankeschön. Danke an Servus Magnus, der mir die Urkunden gedruckt hat, und an die Evelyn Hardy, die die Einladung gemacht hat. Dann natürlich an die Firma Renner, die hier für die Beschallung gesorgt hat. Hat super geklappt. Also als Klangspieler würde ich es echt sagen.